Nur weil man weiß, wo es zu tun geht. Ich wollte nur das Ding da erstmal platt machen. Ja, aber ich hatte es doch schon. War es nicht schon weg? Nein. Okay. Um das nur zu kommentieren mit. Ist ja noch nicht gestorben, ne? So, jetzt. Bist du gestorben? Nee, jetzt hab ich ihn. Erwischt mich. Geht auf die Plattform links und schießt. Jawohl, das Vieh da oben, ja. Ich glaube, der kommt nicht runter, aber du kannst rechts den Schießding und links den Schießding wie abschießen. Ja, ich kann mit der Homing Missile, treffe ich ihn theoretisch. Ja, aber ich glaube, der wird nicht. Gut übersetzt mit Time Up. So, jetzt darf ich wieder von ganz unten anfangen. Und jetzt sind nur noch 600 Sekunden, keine 1000. Aber jetzt sind die Schießdinger alle weg, oder? Ja, die meisten, glaube ich.
Langsam kriegst du aber Training. Du fällst nicht häufig noch runter, dass ich drücken kann. Zu weit in der Mitte angesetzt. Jetzt durfte ich mal. Das mal so am Rand machen. Sehr gut. Gut, der Hände ist sogar beim Zielen bist du besser geworden. Na. Toll. So, wir machen das jetzt nochmal. Und alles nur, weil ich den Rebound haben wollte. Du hast ihn aber nicht. Ja. Ah, ist jetzt gut. Das waren dreimal gedrückt. Du musst bestimmt noch 40 Mal zwingen. Zwing. Andre. Ich brauch bald das Drückding nicht mehr. Wenn ich nur noch Swing sage, sagt der Linz irgendwann nur noch, jetzt sei ruhig. Sei ruhig. Hasse Schwing und Ding. Es ist scheißegal. Schwing und Dings. Schwing und Ding. Es bringt nichts, die Kette einfach dem Gegner entgegenzuschmeißen. Die blinkt ja schon. Rup. Sehr elegant. Da war ein Bounce, trotzdem. Alles von Lego. Man sieht gar nichts. Ach ja, da. Sau cool. Der Roboter hebt das Krankenhaus an. Ja. Dennis. Nicht weglasern lassen, bitte. Das war jetzt so ein bisschen enttäuschend. Ich sag's noch und du schipsel. Und bei der Hälfte der Wasserpunkte. Ich glaube, du musst rollern. Du musst dann nach rechts rollern. Oh. Nächste Phase. Okay. Oh. Noch 10 Leben. Jawohl, sie blinkt auch schon. Oh! Lives Collected 2. Da warst du aber schnuddelig, denn das hätte ich besser machen können. Komm, wir gehen nochmal zurück.
Das war's. Das war der Endgegner. Und da ist das Mädel. Also es kam irgendwie so ein bisschen plötzlich jetzt der Endgegner. Ja. As the machine and its planet blew to pieces, Bran had brought peace and freedom to the galaxy. Freeing himself from the Turrican suit, he moved towards the girl he rescued. Silently, Bran and beautiful Yuko watched the sunset on Earth and finally forgot about the terrors they had experienced. But the struggle between good and evil did not end. Soon the brave fighters could be forced to confront new dangers beyond their imagination. The adventure is just beginning. Factor 5 Production. Game by Thomas Engel. Turrican 3. Ja, also, das war Turrican 3. Es schwankt zwischen relativ einfach, mit netten Details, ja. Nervtötiges Hin- und Herschwingen. Ja. Obermiese Stellen wie dieses mit diesem auf den fahrenden Plattformen. Ja, und mit diesen. Aber es ist schaffbar, aber. Also ich habe es ja jetzt nicht gespielt. Aber ich fand den zweiten Teil viel besser. Und das wird ja so viel geklaut, auch diese, wo die Spinnen da rumgehüpft sind mit diesen Schrägen und so. Ja, das war aus dem zweiten Teil. Und ich fand die Grafik da aber an dieser Stelle irgendwie. Ja, der Unterschied ist. Schärfer, wie sagen wir da? Härter. Ja, im zweiten Teil haben sie weniger. Also war im Hintergrund halt oft nur schwarz oder sowas. Mhm. Dafür war der Vordergrund mit mehr Farben und schärfer. Und hier hast du halt Hintergrund gehabt. Mhm. Aber dafür verbrauchst du halt Farbebenen auf dem Amiga. Und dann hast du in dem Vordergrund halt nicht mehr so viele verschiedene Farben. Ja. Wobei ich, wie gesagt, die alte Version fand ich ja. Ich fand die nicht nur schärfer von der Anzahl der Farben, sondern auch härter im Design. Ja. Sie sahen einfach übler aus, weißt du, was ich meine? Ja, beim Dings. Ja, also jedenfalls ist er. Das ist okay, Dennis. Möchtest du dich nochmal fokussieren und mal fokussieren wir doch noch auf deine neueste Anschaffung. Das, was wir noch zeigen wollten. Wir haben ja beim letzten Mal bei Turrican 2 schon diverse Soundtracks gezeigt und jetzt erschienen endlich auch der Collector's Edition mit Schallplatte Turrican Orchestral Selections. Voll. Wie er sagte, glaube ich, erstmal letzte Turrican Kickstarter von Chris Hülsbeck. Das sind Orchesterarrangements von Stücken aus Turrican 1, 2 und 3. Turrican 2 hat auch schon seine eigene Orchesterarrangements bekommen. Und hier haben wir jetzt nochmal Orchesterarrangements aus dem ersten, noch ein paar aus dem zweiten. Und eine der zwei Schallplatten ist aus dem dritten Teil. Sau cooles Design. Genau, hier mit Autogramm. Ja. Collector's Edition. Von wem? Ja, von Chris Hülsbeck natürlich. Rise of the Machine. Da höre ich gleich noch was dazu. Das ist von Orchestral Selections. Sau gut. Genau, das ist hier auch aus Turrican 3. Wir erinnern uns aus dem Intro. So. Ich hab's noch nicht gesehen. Und die Machine. The Machine. Ja gut, und das ist natürlich das Logo. Ist ja der Hammer mit dem Jumpsuit da, mit dem Jumpsuit. So, und hier haben wir die Doppelschallplatte. Mhm. Mit Bild von Chris. Den wir an dieser Stelle auch schön grüßen. Genau, schönen Gruß an Chris, an Factor 5 und an alle, die uns kennen. Genau. Wir haben hier auf der ersten Schallplatte haben wir Shoot or Die, Mountain Madness und Techno Dungeon aus Turrican. Mhm. Rückseite der ersten Platte ist Victory aus Turrican, also Endtitel. Mhm. Aus dem zweiten Teil noch Metal Stars und Mr. Walker and His Factory. Mhm. Und die zweite Schallplatte ist komplett aus Turrican 3. Mhm. So.
Nachdem beim zweiten Teil stand The End, nee, beim ersten stand The End Fragezeichen, beim zweiten stand The End Ausrufezeichen und hier ist jetzt The End Fragezeichen Ausrufezeichen. So, also zweite Schallplatte, Payment Day, also Titeltrack, Factory Action, das ist. Ist das das fünfte? Weiß ich gerade nicht so genau, ob das Factory Action ist. Air Combat. Das ist, glaube ich, das mit den Plattformen, wo ich da gesprungen bin. Ja, okay. Mit Flugzeugen, ich weiß nicht genau. Und Credits ist das, was wir jetzt gerade gehört haben. Ja. Hier drüben ist was raus. Ja, es ist ja eine Doppel. Ja, ja, ich wollte nur nicht, dass du weiter ran rumschlackerst. Genau, so sieht es dann aus. Ja, wie eine Schallplatte aussieht, wisst ihr, brauche ich nicht aus der Papierhülle rausholen. Ganz riecht neu. Riecht auch so neu, herrlich. Mach rein. Wenn du wackelst, okay, weil so ein kleiner Schlitzchen, der ist immer nicht. Komm, ich habe hier sowas, da kannst du ja wohl mal da reintreffen. Und dann gibt es natürlich noch die CD. Und die CD ist eine Doppel-CD. Mhm. Zum einen, auf der einen CD sind die Orchestral Selections. Und dann gibt es noch ein Spezialalbum Rise of the Machine. Und das ist der Soundtrack zu Terrakan 4. Mit, also Original Amiga Soundtrack mit TFMX neu komponiert von einem fiktiven Terrakan 4, was es halt nicht nie gegeben so gab, hat. Ja. Und bisher auch immer dementiert wird, dass nicht daran gearbeitet wird. Aber Teil der Kickstarter-Kampagne war, dass Chris gesagt hat, ich setze mich an meinen Original TFMX und mache einen neuen Amiga-Soundtrack für ein neues, Tarakin, als hätte es ein neues Tarakin gegeben. Er hat wohl sehr geflucht, weil du natürlich da deutlich eingeschränkter bist als mit modernem Equipment. Es ist auch nicht der beste, aber ist ganz okay. Man merkt so ein bisschen an, dass er inzwischen gewohnt ist, einfach aus dem Vollen zu schöpfen. Und als er original damals das gemacht hat, da hat er noch mehr rausgeholt, finde ich, klanglich. Ja, ich habe mit Markus mal drüber gesprochen und er sagte, der Unterschied ist halt, dadurch, dass du nicht klanglich aus dem Vollen schöpfen kannst, also Amiga ist ja schon relativ gut, aber auch da hast du halt nicht, schmeiß ich halt nochmal irgendwie 10 Spuren Orchester drauf, musst du dich mehr auf Melodien konzentrieren. Und da kannst du halt nur durch gute Melodien was reißen. Wenn du alles zur Verfügung hast, dann kannst du halt sagen, mal hier nochmal Flächensounds und hier nochmal Bam Bam und dann klingt das gut. Und deswegen ist es gar nicht so einfach, gute Musik für einen Amiga zu machen. Ja, also das Terrakan 3 und der Soundtrack zu Terrakan 4 und mit Orchesterarrangements für 1, 2 und 3. Ja, sau cool. So, du damit möchtest den Deckel von der Schachtel bestimmt auch haben. Ich gebe ihn dir. Ich habe alles vorsichtig da reinsortiert, damit es nicht abknippelt. Genau, ich mache es jetzt einfach da drauf. Was ich ja auch cool fand, muss ich zugeben, bei der letzten Gamescom war ja Factor 5 auch da und hatten aus Tarrakan 2 allerdings, glaube ich, war das ein Walker da so eine Pub-Aufstelle. Ich glaube, das hat man bei Tarrakan 2 schon erzählt. Ich finde es trotzdem geil. Das Ding sieht einfach geil aus. Ich habe da gleich mal ein Foto gemacht. Ich fand es geil. Wir haben überlegt, ob wir drauf hüpften, aber dann wären, glaube ich, andere auf uns drauf gehüpft. Ja, die haben schon so geguckt, so ein bisschen, ja. Aber der Chris ist auch rumgerannt da, also der hätte dann die entsprechende Musik auch dafür gemacht. Also wenn die auf uns drauf rumgehüpft wären, ja. So ungefähr, ja. Ja, ganz sicher. Ja. So, das war auf jeden Fall das letzte Tarrakan-Spiel für den Amiga, was wir jetzt hier spielen können. Es sei denn, dass zufällig doch noch irgendwann ein vierter Teil entsteht. Also ich glaube es nicht. Man darf ja nicht aufhören zu hoffen. Ja. Aber wie gesagt, nimm noch mal Jim Power. Wäre das nächste, was wir uns ansehen würden. Jawohl, bitteschön. Mit auch einem großartigen Soundtrack von Chris Hülsbeck. Schöner Grafik. Das Gameplay ist nicht so gut wie bei Tarrakan. Aber es ist auch... es ist... bisschen ähnlich wie Tarrakan 3, würde ich sagen. Nur ohne dieses blöde Seil. Special Feature Seil. Genau. Special Feature hat kein Seil. Ja. So. Was ist denn euer liebstes Tarrakan? Also die meisten sagen ja Tarrakan 2. Ich finde Tarrakan 3 hat was. Es hat an einigen Stellen
macht es halt Sachen sehr anders. Das mit der Homing Missile finde ich cool. Dann so Sachen wie diese Schrauben auf dem Gewinde. Ja, fand ich ein geiles Design-Element. Und also, was ist euer liebstes Turrican? Und habt ihr sie alle drei durchgespielt? Habt ihr sie damals durchgespielt? Wir freuen uns zu hören, wie es euch da so gegangen ist, wie es mir gegangen ist. Habt ihr gesehen, ich bin jetzt immer noch völlig... Leid und deswegen Schmerz. Deswegen rede ich auch so schnell. Ich bin immer noch hochgepumpt. Keine Ahnung, ob ich heute Nacht schlafen kann. Aber ja, Hagen, letzte Worte von dir. Ja, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. Zumindest mir hat Spaß gemacht. Ich fand es spaßig. Mir hat Spaß gemacht. Turrican, immer noch AAA-Games. Ich finde es geil. Wir grüßen an dieser Stelle nochmal Factor 5. Wir finden die echt nett, die Jungs. Und wir finden, die haben auch gute Games gemacht. Und vielleicht sieht man sich ja wieder auf der Gamescom. Dieses Jahr 2019. Oder wann auch immer ihr das hier guckt. Genau. Wir wissen noch nicht, wann wir hier dingsen. Dingsen. Ja. Ja. Dann... Vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ad Astra. Wir gehen aber trotzdem links ran, weil das ist nicht vorgesehen. Glaube ich. Ich habe das aber damals auch so gespielt. Aber ja, mach mal da weiter. So, weil eigentlich, hier ist nämlich ein Exit-Pfeil. Ach ja. Muss man hier den da nämlich runter. Genau, und dann hüpft man sozusagen dem roten Pfeil direkt hinterher. Also nicht weiter links und nicht weiter rechts. Das und man kann sich dämlich. Zu diesem...